Willkommen zurück zum WoW Loremaster. Beim letzten Mal haben wir hier auf der Insel der Sonnenwanderer so ein paar Quests noch erledigt. Und haben unter anderem dort hinten einen Schrein von einem Herrn Das Remar gefunden. Ja, und ich habe gesagt, so zum nächsten Mal gucke ich mir nochmal an, wer oder was genau ist eigentlich Das Remar. Und dieser Herr Das Remar ist eine relativ wichtige Person für die Blutelfen oder halt damals halt auch die Hochgeborenen. Wo ist denn der jetzt? Verdammt. Dort steht er hinten weiter. Ja. Das Remar war einst eine Person, die damals im zum Zeitalter der Krieg der Ahnen nicht begeistert war von, ey Mensch, wir holen jetzt einfach mal einen Titan jetzt hier zu uns. Und der macht dann alle tot. Fand er nicht toll. Irgendwie hat er sich dann schon vorzeitig halt irgendwie davon abgewandt, hat dann gesagt, ja, nee, also ohne uns, ne, hat sich da so ein paar damals Hochgeborene halt dazugekrallt und gesagt, ja, nee, also wir machen da nicht mit. Wir gehen da mal so nach dem Motto. Ne? Nach dem Krieg der Ahnen, als halt die Welt dann halt aufgeteilt wurde, das hier ist der Schrein, ne, der Schrein von Das Remar, den wir beim letzten Mal halt schon mal gelesen haben, tralala. Ja, man sieht jetzt hier von ihm halt selbst eher wenig, keine Statue von ihm, ist halt nur ein Denkmal. Ja, er hat sich dann quasi halt nach dem Krieg der Ahnen, nachdem dann die ganze Welt dann halt so aufgeteilt wurde, früher war ja alles ein Kontinent, ne, bevor halt der Brunnen der Ewigkeit halt, naja, so ein bisschen explodiert ist, ne, deswegen, der Brunnen der Ewigkeit ist ja das, was heute der Mahlstrom ist, ja, der Mahlstrom ist irgendwo hier, genau, dort, wo der Mahlstrom ist, war eins der Brunnen der Ewigkeit, wo halt alles, ne, an Magie halt da war, der Nabel der Welt sozusagen, ist halt jetzt immer noch, ist halt nur der Mahlstrom, yay. Ja, und die gewaltige Explosion des Brunnen der Ewigkeit hat halt dann den ganzen Kontinent auseinandergerissen und wir haben halt jetzt mehrere Kontinente, Schrägstrich, Inseln, Schrägstrich, keine Ahnung was. Ja, jedenfalls, nachdem das halt passiert wurde, suchten sich halt dann die Hochgeborenen eine neue Heimat. Ja, es wurde ihnen verboten, Magie zu benutzen, denn damals war so, Magier waren so die angesehensten Personen ever. Ja, nach dem Krieg der Ahnen, wo sie dann gesehen haben, so Magier machen nur Mist mit Magie, waren dann die Druiden dann ganz oben. Und die haben gesagt, Magie benutzen, Ja, fanden dann die Hochgeborene nicht ganz so toll, haben dann versucht, dann im Eschental, also, nachdem sie halt versucht haben, ihre eigenen Städte wieder aufzubauen, wie zum Beispiel ihr Düsterbruch oder hast du nicht gesehen, haben sie dann versucht, im Eschental einen gewaltigen Mana-Strom zu erzeugen, fanden die Druiden gar nicht gut und die haben gesagt, ja, nee, ihr geht mal ins Exil. Ja, die Hochgeborenen unter Führung von Das Remar sind da halt dann hier rüber gesiegelt nach nach Tigrisfall, wo sie sich dann eigentlich niederlassen wollten. Haben dann gemerkt, ja, hier ist irgendwie was Böses im Busch. Haben hier auch das erste Mal Bekanntschaft gemacht mit Trollen und auch mit Menschen, mit primitiven Menschen. Haben dann gesagt, ja, nee, Tigrisfall, ja, nee, wir gehen da mal. Und dann sind sie dann in der Hoffnung, dass wirklich nicht alles zerstört wurde, hier oben hingezogen und auch nach Kel Talas. Ne? Also hier Kel Talas insgesamt. Und ja, fing dann halt an, Silbermond zu gründen und ja, weil wegen, hier gab es so viele Leylinien und sowas und hast du nicht gesehen, also halt, ne, bestimmte Mana-Ströme, hier liegen sämtliche Mana-Getüns, Dinge ist ganz gut, ne, hier bauen wir mal einen Sonnenbrunnen hin, ja, was dann quasi halt, der möchte gern Brunnen der Ewigkeit darstellen soll, eine Quelle der Magie und ja, Das Remar war quasi halt dann verantwortlich für die Gründung von Silbermond, ja, war dann quasi auch der König vor Ort. Der einzige König, ja. Leider ist er halt allerdings verstorben beim Angriff der Geißel vor Ingame? Von dem Zeitpunkt her aus 10 Jahre ungefähr. Ne, deswegen gibt es halt hier das Denkmal an Das Remar, weil er sein Volk quasi in eine neue Heimat geführt hat.
Das so zur Geschichtskunde, so nebenher. Ja, das sind so Dinge, da muss ich mich teilweise halt auch wirklich halt erstmal reinlesen, weil ich kenne halt auch nicht jede Person, ne? Ist halt so. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich da halt so zwischendurch so ein bisschen so Geschichtsstunde mache mit euch oder Geschichtsminuten oder wie auch immer. Und ja, mal gucken, wie sich das jetzt so weiter verhält. Jetzt aber, wir begeben uns zur nächsten Quest, wo wir eine Kundschafterin finden sollen. Auf dem Weg zum Falkenplatz. Und ja, mal gucken. Das wird schon. Das wird super. Das wird großartig und formidabel und hast du nicht gesehen. Weiß Bescheid. Also ich schon. Ihr nicht. Aber das wird schon. Hoffe ich. Glaube ich. Kommen wir jetzt auch in Gebiete. Obwohl, kriegen wir da schon Gebiete, wo wir nicht ganz so freundliche Gegner haben, die halt dauerhaft neutral sind? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Ein Planwagen mit ohne jemanden. Schade eigentlich. Noch irgendwas Wichtiges hier? Nur halt so Banner und Zeug und eigentlich gar nichts. Okay. Ja, geh ich mal. So, hier stehen schon ein paar Wachen der Sonderwanderer. Lesen und so, ne? Das ist voll schwierig. So. Da vorne steht schon die Kundschafterin. Auf dem Dämmerweg. Mit dramatischer Musik. Weil wegen dramatischer Musik ist immer super. Kundschafterin Alarion. Was ist euer Begehr? Oh, hallo Hexmeisterin. Ich hörte schon, dass eine von Magistrix Ironas findigen Blutelfen sich auf den Weg hierher gemacht hat, um uns Kundschafterin ein wenig zur Hand zu gehen. Etwas Hilfe kommt uns sehr gelegen, insbesondere von jemand so tatkräftigen wie euch. Seid ihr bereit, ein oder zwei Botengänge für uns zu erledigen? Ja klar, kann ich machen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Und wieder wurde die Quest einfach so angenommen. Ich liebe es. Es ist ein hartes Stück Arbeit, ein Kundschafter zwischen der Insel der Sonnenwanderer und dem Falkenplatz zu sein. Knappe Zeitvorgaben, lange Arbeitszeiten und noch schlimmer, die Getriebenen. Die Straße im Süden führt durch die Ruinen von Silbermond, ein Ort, an dem es nur von Getriebenen wimmelt, die darauf warten, euch für ein paar Mana-Kristalle töten zu können. Ich glaube, dieses Schicksal hat unsere letzte Kundschafterin ereilt. Wir hatten sie mit einem von Eronas Päckchen entsandt. Wie ich sehe, brennt ihr bereits darauf, euch zu beweisen. Reist zum Dämmerweg und sucht nach Spuren unserer Kundschafterin. Yay. Yeah. Okay, so Frauenstimmen nachzupiepsen, während man halt noch so ein bisschen eine leicht verschnupfte Nase hat, ist das halt immer super. Aber gut, machen wir, gar kein Problem. Mal sehen, wie weit die Kundschafterin gekommen ist mit ihren langen Arbeitszeiten. Ja. Oh, da liegt da jemand. Mensch, ist ja weit gekommen. Getötete Kundschafterin. Die Habseligkeiten der Kundschafterin wurden mit Ausnahme eines Pakets allesamt entwendet. Es scheint der Beschreibung zu entsprechen, die euch Alarion von Eronas Päckchen gegeben hat. Okay. Ihr nehmt das Päckchen und stellt noch einmal sicher, dass es wirklich von Magistrix Erona stammt. Alarion würde es sicherlich gerne entgegennehmen. Alles klar. Machen wir. Und die Quest wurde mal nicht sofort angenommen. Wow. Wahrscheinlich, weil es keine sprechende Person ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, das umzustellen. Falls ich das irgendwo umstellen kann. Ich habe keine Ahnung. So, Alarion, Alarion, ich bin wieder da. Ehre den Sindorei. Was habt ihr gefunden, Irania? Ich habe ein Päckchen. Beim Sonnenbrunnen. Es ist der dritte Kundschafter, den wir diesen Monat verloren haben. Ich weiß euren Mut zu schätzen, den ihr bei eurer Reise zum Dämmerweg bewiesen habt. Ja, ich war voll mutig, bin da hingegangen. Habt ihr selbst nicht geschafft bei euren langen Arbeitszeiten. Die Wachen müssen diese verdammten Getriebenen besser im Auge behalten. Seid für alles bereit. Der Tod eines weiteren Kundschafters ist eine wahre Tragödie, aber es ist ein Risiko, das wir alle in Kauf nehmen, wenn wir einen Auftrag annehmen. Punkt. Magistrix Irona wird, Magistrix Irona beim Sonnenturm möchte, dass dieses Päckchen schnellstmöglich zum Gasthaus beim Falkenplatz geliefert wird. Wir haben nur noch wenige Leute und niemand könne jetzt für uns einspringen.
Ich möchte euch nichts vormachen. Ihr habt selbst gesehen, wie gefährlich die Straße zum Feigenplatz sein kann. Ja, total. Sobald man vom Dämmerweg abkommt, fühlt ihr euch bereit für diese Aufgabe, Nerania? Ja, muss ja, ne? Muss ja. Nicht wundern, wenn ich hier einfach nur mal rumstehe und sowas, dann mute ich mich gerade und huste vor mir hin. Nicht wundern. Ist, ja. Überbleibsel vom Kranksein. Ja, ist gefährlich hier. Wow. Mir schlottern schon fast die Knie. Nein, eigentlich nicht. Aber was willst du machen? So, der legendäre Dämmerweg. Bei dem dämmert es aber richtig. So. Zu Gastwirtin Delaniel müssen wir es bringen. Na, ob wir das schaffen? Dann läuft jemand. Achso, ist ein anderer Spieler. Also der Dämmerweg ist schon gefährlich. Na gut, wenn man abseits davon kommt, ne, dann sieht es vielleicht schon anders aus. Aber so im Moment. Die Gefahr ist nicht allgegenwärtig. Guten Tag. Der Sieg ist nahe. Sucht ihr etwas in unserem schönen Land? Nein, ich weiß, wo alles ist. Vielen Dank. Für den Sonnenbrunnen. Ja, für den Sonnenbrunnen bei Gelegenheit. Im Moment ist gerade schlecht. Ich muss ein Päckchen überbringen. Also Kundschafterin ist schon... Na, die hat ja gesagt, die ist Kundschafterin. Ja, von da, von der Ecke bis ungefähr hierhin. Hier ist der Falkenplatz halt. Lange Arbeitszeit. Ständig hin und her laufen. Puh, also die hat echt schon ein schweres Leben. So, schönen guten Tag. Hier gibt es einen Flugmeister. Vielen Dank. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Unsere Feinde werden fallen. So. Können wir uns jetzt hier theoretisch auch einmal hinsetzen. Hier können wir gar nicht. Da ist kein Hinsetzen-Button. Eine tolle Brunnenstatue. Marcilla Morgenstern. Aha, guten Tag. Was ist das? Achso, eine schwimmende Blume. Ein komischer Spieler. Du hast eine Quest, mit dir reden wir gleich. Mal gucken, was hier sonst noch so ist. So, hier haben wir einen Waffenverkäufer. Du nimmst mir doch ganz bestimmt hier so ganz tolle Dinge ab, die ich nicht gebrauchen kann. Gut, die Schuhe hätte ich vielleicht tragen können, aber hey. So, weg damit, weg damit. Alles Schrott, alles weg. So, das Honigbrot nehmen wir mit, man weiß ja nie. Wenn man zwischendurch mal Hunger hatte oder so. Und du bist ein Kampfhaustiertrainer. Was haltet ihr von meinem Haustier? Ich möchte die einige seltene Begleiter fangen. Goldenes. Das habe ich doch. Das habe ich doch. Ganz bestimmt habe ich das. Bewahrt euren Stolz. Goldenes. Doch, was habe ich? Okay. Was ist euer Begehr? Kampfsteine habe ich nicht, weil wegen ist nicht. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Okay. Und ihr seid? Anatos. Was ist euer Begehr? Grüße, Hexenmeisterin. Ich kann euch dabei helfen, verlorene Gefährten wieder zu erlangen. Ja, habe ich nicht. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Okay. Gehen wir mal hier rein. Guten Tag. Ich soll euch ein Päckchen bringen, Gastwirtin Delaniel. Alles hat seinen Preis. Willkommen im Gasthaus zum Falkenplatz. Kann ich euch etwas zu essen bringen? Oder sucht ihr ein Zimmer? Ich suche jemanden, dem ich meine Lieferungen bringen kann. Willkommen in meinem bescheidenen Gasthaus, Hexmeisterin. Ich nehme an, ihr habt etwas für mich? Korrekt. Hier ist ein Päckchen. Ja, kriege ich noch eine Unterschrift und dann, ne? Ja. Vielen Dank. Ich weiß eure prompte Lieferung sehr zu schätzen. Wo ihr schon mal da seid, könnt ihr es auch gleich gemütlich machen. Ich habe einige Ruhesteine im Angebot, falls ihr noch keine erworben habt. Mit diesen Steinen könnt ihr euch einmal alle halbe Stunde in ein Gasthaus zurückteleportieren. Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr euren Ruhestand mal verlieren solltet, kehrt einfach zu einem Gastwirt eurer Wahl zurück und er wird euch mit Freuden einen neuen Stein zur Verfügung stellen. Das ist ja super. Also, oh, Quellwasser nehme ich mal, ne? Lebt wohl. Trödelt nicht. So, dann machen wir das Gasthaus mal zum Heimatort. Da. Einfach mal, weil. Spart mir vielleicht einen Weg oder so.
So, da hinten haben wir noch eine Juwelierkunsthändlerin. Ich weiß noch gar nicht, was ich für einen Beruf mache. Wahrscheinlich wäre die Schneiderin und bei Zauberkunst gar nicht mehr so verkehrt. Hier noch Gemischtwarenladen. Guten Tag. Gibt es noch einen kleinen braunen Lederranzen, den ich mir nicht leisten kann? Brauche ich auch nicht unbedingt. Sollte mir eigentlich welche rüberschicken oder Gold rüberschicken oder keine Ahnung was. Eine Tuch- und Lederhändlerin. Guten Tag. Die hat auch ganz tolles Zeug, das ich theoretisch tragen könnte, aber ich lasse es. Priesterlehrer. Ich habe keine Zeit für Predigten, Hexmeisterin. Sucht euer Wissen woanders. Ja, okay. Magierlehrerin. Euch mangelt es offensichtlich am Verstand, um die Feinheiten des Arkan zu erfassen, Hexmeisterin. Hinfort mit euch. Ja, dann halt nicht. Hexmeisterlehrer, hallo. Ich spüre eure Gier nach Macht, Hexmeisterin. Ja, das ist ja schön. Ich spüre auch jede Menge. Eine Dämonenausbilderin. Seid ihr eines eurer dämonischen Begleiter überdrüssig? Hofft ihr auf einen hübscheren Namen? Ja, ist okay. Komm, 50 Gold, alles klar, tschüss. Und die Lehrerin der Ersten Hilfe. Ja, können wir mal lernen, können wir zwischendurch hier, keine Ahnung. Machen. Ja. So, was oder wen haben wir hier noch? Ein Handwerker? Ich habe einzigartige Waren. Ja, du hast total einzigartige Waren. Die habe ich noch nie woanders gesehen. Ein Berufsausbilder. Ich kann euch die Grundlagen jedes Sammler- oder Produktionsberufes beibringen, aber das ist alles. Um mehr als das Grundwissen eines Lehrlings zu erwerben, müsst ihr euch an einen Spezialitäten wenden, der sich nur einem Beruf verschrieben hat. Ihr könnt bis zu zwei Berufe erlernen, zwei Sammlerberufe, zwei Produktionsberufe oder jeweils einen. Sekundäre Fähigkeiten wie Archäologie, Kochen, Erste Hilfe und Angeln zählen nicht zu euren zwei Berufen. Ihr könnt so viele dieser Art erlernen, wie ihr wünscht. Der Tag okay. Der Abrechnung wird kommen. Du bist die Kochkunstlehrerin. So, Gewürzbrot erlernen. Einfach mal, weil wegen, warum nicht. Muss bei dir noch... Kann ich gar nicht. Okay. So, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch kochen. Wupptidudidu. Da, Kochkunst. Wenn ich jetzt Zeug dafür hätte. Gut, das kann ich hier, glaube ich, kaufen beim Handwerksgedönsdingens. Ich glaube, bei dir, ne? Euer Gold ist hier. Genau, da könnte ich jetzt hier milde Gewürze kaufen und herkömmliches Mehl. Aber ich mache das jetzt haltet nicht. Den Kurs. Kann man halt später immer noch machen. Bei Gelegenheit. Gut. Okay. So, die hat mir jetzt keine Quest gegeben, das ist in Ordnung. Wir haben ja noch genug Quests hier draußen. Wer ist denn das? Guten Tag. Ein getriebener Gefangener. Unteroffizier Kanrin. Ehre den Sindorai. Ihr findet, dass ich mit diesem Wurm zu grausam bin? Sie haben diesen Monat zwei meiner Männer getötet. Wir sind noch immer zu gütig mit diesen Getriebenen. Okay. Lebt wohl. Also ich finde jetzt nicht, dass du... Ne? So. Okay. Novize der Waldläufer. Oh. Sonst die Jägerlehrerin, tralala. Wer bist denn du? Duellant Larenis. Ein PvP-Typ. Aha. Rüstungshändler, Paladin-Lehrerin. Schurkenlehrerin wahrscheinlich, ne? Tanaria. Wir werden siegen. Mir erscheint, ihr habt die falsche Abzweigung genommen, Ex-Meister. Okay, ich geh ja schon. Sind doch auch unfreundliche teilweise. Telenus, Tierausbilder. Anaria, ja, ich helfe nur Jägern und ihren Tieren. Bleibt wachsam. Okay. Käseverkäuferin. Oh. Okay, was haben wir denn hier? Gesucht. Thaelis, der Mana-Durstige. Hiermit setzt die Stadt Silbermond eine Belohnung auf den Kopf von Thaelis, dem Mana-Durstigen, aus. Einem notorischen Aufwiegler und Rädelsführer getriebener Blutelfen. Ihm werden verschiedene Verbrechen gegen die Einwohner von Silbermond zur Last gelegt, einschließlich der Ermordung zweier Stadtwachen. Meldet euch bei Unteroffizier Kanrin, um die Belohnung zu erhalten. Alles klar. So, und du hast? Ehre den Sindorai. Eine Gruppe Getriebener hat kürzlich einen Vorrat instabiler Mana-Kristalle aus einem unserer Arkanen Sanken gestohlen.
Ja, ihr könnt gut auf eure Sachen aufpassen, ne? Gut. Wenn man mit den Kristallen nicht umzugehen vermag, können sie mit einer Kraft explodieren, die ausreicht, um ein Loch in die Stadtmauer zu reißen. Nun, Nirania, mir kann es egal sein, ob sich diese Narren beim Einverleiben instabiler Arcana-Quellen selbst in die Luft sprengen. Doch ein solcher Vorfall würde meine Männer schlecht dastehen lassen. Bringt mir alle verbliebenen Kristalle, die ihr finden könnt. Wahrscheinlich lagern sie immer noch in ihren ursprünglichen Kisten. Alles klar, mache ich. Gar kein Problem. Und Magistrix Jaronis. Ich spreche dich mal über die Bank an, ne? Die Arkanpatrouillen, einst von unseren Vorvätern zum Schutze dieser Stadt erschaffen, befinden sich in einem gefährlichen Zustand des Verfalls. Sie erkennen uns nicht länger als ihre Herren und greifen uns ohne Vorwarnung an. Obwohl sie schon vor Jahrzehnten konstruiert wurden, sind die Arkankerne, die sie antreiben, für uns immer noch von großem Wert. Ich möchte, dass ihr einige dieser Kerne sammelt und sie mir bringt, damit wir sie anderweitig sinnvoll einsetzen können. Ihr findet die Patrouille im zerstörten Teil von Silbermond, im Nordwesten. Alles klar. Gut. Natürlich nochmal der Käseverkäufer hier guten Tag sagen. Hallo. Unsere Feinde werden fallen. Brie aus Sturmwind, Altrag-Käse, tralala, feiner alter Cheddar, Zwergenmild, dynastischer Blauschimmelkäse und pikanter Dalaran-Käse. Lecker. Für den okay. Sonnenbrunnen. Gut. Dann würde ich sagen, die ganzen Quests, die wir jetzt hier angenommen haben, die machen wir dann in der nächsten Folge vom WoW Lore Master. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke euch fürs Zuschauen und bis denn.